Hi, ich bin Art von Arts Garten. Wie man sieht, heute geht es wieder um mein Aquaterrarium-Projekt. Heute kommen wir zum Wasserteil und dann fange ich direkt mal an. Zuerst kommt ein Soil rein oder ein Nährboden. Das ist kein Soil, Soil ist noch was anderes. Ein Nährboden, damit die Pflanzen auch Nährstoffe bekommen. Weil, wie wir wissen, brauchen alle Pflanzen zum Wachsen, genauso wie jeder Mensch, Nahrung. Und deswegen kommt das auf den Grund. Und danach kommt dann noch was anderes drauf, aber da gehe ich dann später drauf ein. Damit fange ich jetzt erstmal an, das hier leer zu räumen und nochmal sauber zu machen, weil hier ist halt ein bisschen Erde reingefallen beim Einrichten von dem Pflanzenteil. Der macht sich auch ganz gut. Und ja, dann fange ich jetzt mal eben an. Das hat jetzt 7,99 gekostet und das fülle ich jetzt mal ein. Witzig, das ist einfach. Ganz normaler Sand mit ein bisschen Erde bei. Oder was auch immer das ist. Also es sieht halt aus wie ganz normaler Sand mit ein bisschen grober Erde drin. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. So ein bisschen torfmäßig irgendwie. Ja, und darüber kommt jetzt gleich noch anderer Sand, den ich geholt habe. Und zwar in einem Kieswerk. Da habe ich auch direkt Steine geholt, mit denen ich hier diesen Rand bauen werde. Und da hat man die halt richtig günstig bekommen. Ich habe 4 Eimer voll und dafür habe ich 3 € bezahlt. Hier habe ich jetzt den Kies und Sand ausgewaschen. Ich habe jetzt so ein Kies-Sand-Gemisch gemacht. Und hier habe ich die ganzen Steine. Die werde ich gleich auch noch abwaschen, weil man sieht, die sind sehr erdig und so, damit das Wasser halt nicht schmutzig wird. Da unten steht jetzt der Sand und Kies. Hier habe ich den Nährboden drin. Und jetzt werde ich den Sand verteilen. So. Der kommt jetzt einfach hier auf den Nährboden drauf. Hier habe ich jetzt alle Steine abgewaschen. Der Sand ist auch drinne. So, ja, fast der ganze Finger. Und jetzt fange ich an, hier am Rand die Steine aufzustapeln, sodass es halt schön flach runter geht ins Wasser. Ich glaube, das wird auch relativ lange dauern, aber macht ja nichts. So, jetzt muss man nur aufpassen, dass man nicht die Scheibe kaputt macht. Weil dann wäre alles umsonst gewesen. Das wäre natürlich richtig scheiße. So, die ersten 2 Steine liegen. Und jetzt stapel ich die noch weiter hoch. Das ist praktisch wie ein Puzzle. Man muss jetzt gucken, wie was passt und wie es schön aussieht. Ich gebe mir Mühe. Ich bin jetzt fertig. Ich habe hier auch eine Spathiphyllum Green mit eingearbeitet in die Steine, die dann halt im Wasser wächst, weil die halt ja vorher auch schon im Wasser stand. Ja, die Pumpe habe ich hier so eingebaut, dass ich einfach nur einen Stein runternehmen muss. Und dann kann ich die Pumpe rausziehen. Zack, dann wieder ein Stein. Dann ist sie wieder eingebaut, dann sieht man die nicht so krass. Ja, ich finde, das sieht eigentlich recht cool aus. Jetzt mit dem Licht hier sieht man das nicht so gut. Ich mache gleich nochmal eine bessere Aufnahme, hoffentlich. Hier der Übergang. Also hier ist ja die Scheibe. Dann habe ich hier noch so Steine hintergelegt. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Und jetzt sieht das richtig cool aus, finde ich. Ja, jetzt lassen wir noch Wasser rein.
Eigentlich müssten jetzt hier direkt Pflanzen reingepflanzt werden. Das wäre eigentlich praktischer. Nur ich komme jetzt erstmal nicht zum Zoogeschäft, wo ich halt Pflanzen kaufe. Und ich will das jetzt halt schon voll machen und zum Laufen bringen. Eine Pflanze braucht ja auch schon Wasser da drin. Deswegen lasse ich jetzt schon Wasser ein, was eigentlich nicht so toll ist, weil jetzt könnte man halt viel besser noch Pflanzen überall reinsetzen, da wo man die hinhaben möchte. Und später geht das halt nicht mehr so gut. Aber ich fülle das jetzt trotzdem mal mit Wasser auf und setze dann gleich den Deckel drauf. Und dann können wir endlich mal fast das fertige Aquaterrarium sehen. Ich kann auch überhaupt nicht sagen, wie viel Liter Wasser hier reinpassen, also wie viel Liter Aquarium das dann eigentlich ist. Deswegen nehme ich jetzt hier so einen kleinen Eimer. Ich gucke nachher, wie viele Liter da reinpassen. Und dann zähle ich jetzt mit, wie viele Eimer ich da reinkipp, damit ich weiß, wie viel Liter das halt sind, weil danach muss man ja auch zum Teil Fische kaufen. Scheiße. Ich habe hier gerade ein bisschen Wasser reingefüllt und der ganze Sand sackt natürlich nach. Und jetzt sind die ganzen Steine zum Teil verrutscht. Da schon wieder. Ich hoffe, das bricht jetzt nicht alles zusammen, was ich aufgebaut habe. Oh, hier sieht man das auch richtig am Rand. Der Sand fällt so runter, weil der jetzt halt so zusammensackt. Vorher war der ja locker drauf. Daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Das müsst ihr auf jeden Fall beachten. Hier hat er sich jetzt schon gesetzt. Hier ist er halt noch locker und fällt zusammen. Ich hoffe mal, dass das jetzt alles so stehen bleibt. Also am besten dann, wenn ihr die Steine aufschichtet an der Scheibe, vorher schon das Wasser reintun, also damit der Sand schon im Wasser schwimmt, weil sonst rutscht jetzt alles zusammen. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Mal gucken. Ja, okay. Zum Glück ist gut gegangen. Kriege ich dann die Pumpe noch raus? Ist alles gut gegangen. Dann mache ich jetzt mal weiter mit dem Befüllen. So, es haben jetzt 25 Liter reingepasst. Ich hole das Papier mal raus, das hatte ich reingetan, damit der Sand nicht so aufwirbelt. So. Jetzt schalte ich gleich die Pumpe ein, weil das ist jetzt noch relativ trüb und es schwimmen noch Sachen an der Oberfläche rum von den Steinen und aus dem Kies und so. Und dann setze ich auch den Deckel drauf und dann filme ich gleich nochmal ein bisschen. Also ich finde, es sieht mega geil aus. Jetzt sind wir eigentlich schon so gut wie fertig mit dem Projekt. Ich bin wirklich, wirklich zufrieden. Es sieht mega cool aus, finde ich. Die Pflanzen wachsen auch schon ein bisschen. Ich zeige gleich mal, was ich meine. Ich habe auch eine neue Lampe drin, die zeige ich gleich auch noch kurz. Und ja, was jetzt noch fehlt, sind einfach ein paar Wasserpflanzen, die ich hier reinsetze. Und dann irgendwann noch die Tiere. Dazu wird aber natürlich ein extra Video kommen. Soweit bin ich dann jetzt hier eigentlich fertig und ich rechne jetzt mal kurz ab, wie viel ich insgesamt ausgegeben habe bis jetzt. Jetzt dazu in diesem Video ist gekommen praktisch die Steine für 3 Euro und sonst nichts. Also hier für den Wasserteil habe ich jetzt nur die Stoch, stimmt, die. Hier das Soil für 8 Euro. Also 11 Euro jetzt für den Wasserteil plus Pumpe, die hatte ich ja im letzten Video schon mitgerechnet. 17 Euro, also 28 Euro. 28 Euro für den Wasserteil. Die LED-Lampe, ich habe jetzt eine LED-Lampe drin, die kostet 20 Euro. Die habe ich auch gebraucht gekauft, deswegen war die etwas günstiger. Ich verlinke die aber mal auch unten bei Amazon. Das ist nämlich dieselbe, die ich auch habe. Und ja, also 27 Euro Wasserteil. Für den Land hatte ich 2 Euro fast, also 1,89 die Erde, 9 Euro die Scheibe,
10,50 Euro Silikon, 10 Euro die Pflanzen und ja, 20 halt für die Lampe. Ich rechne das jetzt gleich mal zusammen, schreibe die ganzen Ausgaben insgesamt halt unten rein, blende ich ein. Also ich rechne jetzt mal die ganzen Ausgaben zusammen und blende die halt unten ein. Und so viel habe ich dann jetzt für das ganze Aquaterrarium ausgegeben. Ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen für diesen geringen Preis. Normal hätte man viel mehr zahlen müssen, hätte man einfach nicht auf den Preis geachtet und hätte nicht so viel selber gebaut. Ja, also es ist super gelungen, das Projekt. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Schreibt mir gerne Kommentare, was ich hätte besser machen können oder was habt ihr gemacht. Habt ihr auch schon mal sowas gemacht? Alles interessiert mich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder bei den Pflanzen im Garten, bei den Exoten oder halt zum Tierkauf. Ach, ich wollte auch sagen, ich kaufe jetzt noch keine Tiere, weil das Wasser halt oder das Becken erstmal einlaufen muss einige Wochen, dass sich da die benötigten Bakterien im Filter und so weiter gebildet haben. Und ja, das wäre halt sonst ein bisschen schädlich für die Tiere, die da jetzt einfach reinzusetzen. Deswegen dauert es halt noch ein bisschen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da ist ein Blatt vom Klee rausgewachsen neu. Das ist jetzt vor dem anderen. Und den ganzen Besatz an Pflanzen verlinke ich unten oder schreibe ich halt rein die Namen, damit ihr wisst, was ich hier reingepflanzt habe. Hier mal von hinten. Und hier oben habe ich jetzt die LED-Lampe drin. Und das hier ist ein ganz normales LED-Panel. Verbraucht halt viel weniger Strom als diese Röhre, die ich im letzten Video gezeigt hatte oder davor. Also die sind wirklich gut, auch zur Pflanzenanzucht kann man die nehmen.